Folge 6 bei den Spielkindern bei Tomb Raider. Reis auf der Tomb Raider. Und ich muss hier hoch. Ja, und keine Kartoffeln, sondern Reis. War das nicht mit A? Doch, aber Doppelsprung. Aber, na gut. Okay, akzeptiert. Ja, Nick am Ruder. Wir gehen jetzt in eine Zwischensequenz, glauben wir. Wissen wir nicht. Tiefschnee. Okay, also im Tiefschnee wollen wir nicht langlaufen, weil dort sind wir langsamer. Und unsere Spuren sind sichtbar, wenn wir uns natürlich irgendwo langschleichen. Ja. Das ist Alter, unheimlich. Diese Flair ist ganz schön lange. Mächtig, ja. Overwatch ist ein sehr, sehr schöner Ego-Shooter. Ja. Ist er das? Hm? Ich glaube, die Wölfe. Der Bär! Ein Bär war's. Bär. Ich hab doch auch Hühner ausgewichen. Hm. Laufen jetzt weg. Ist das ein Kodiak? Nee. Okay, ich war zu langsam. Scheint so. Ich glaube, ja. Tiefschnee verlangsamt übrigens deine Bewegung und behindert manche Aktionen, wie zum Beispiel Überleben. Mhm. Springen! Springen! Wie gesagt, springen! Ja, doch. Wie gesagt, wenn euch ein Bär verfolgt, müsst ihr nicht einfach schneller sein als der Bär, sondern nur schneller als die zweite Person, die mit euch läuft. Ja. Ja. Ich habe auch letztens Revenant gesehen. Und wo unser aller Lieblings-Nicht-Oscar-Gewinner. Der kriegt diesmal ein. Ha. Und jetzt in irgendeine Stange reingefallen oder? Nee, Arm gebrochen. Du meinst, der kriegt diesmal einen? Hm? Ja? Na, der hat doch diesen. Was war's? SAD oder SED? Preis gewonnen. Mhm. Und die sind meistens schon Indikator für die Oscars. Ja, aber er hat noch nie einen Oscar bekommen. Ja, deswegen, aber er hat vorher diesen Preis auch noch nie bekommen. Ja? Yes, my greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so... Sie hat zum Beispiel einen wichtigen Tempel, den noch niemand gesehen hat, geschrottet. Ja, fünf Minuten nachdem sie drin war. Ich glaube, er hätte ihr mal ein bisschen was beibringen sollen über Erhaltung von Kulturschätzen. Ja. So ein Grund, dass mein Controller gerade ausgegangen. Got to bind this wound. Na dann. Ja, Nick. Versuch mal heilende Ressourcen. Ja. Bären. Sehr lustig. Die sollten wir vielleicht mehr mitnehmen. Die Blätter davon oder die Bären? Die Blätter. Beides. Ja. Eigentlich bin ich doch da wieder hoch, oder? Ja, deswegen musst du dich jetzt ja verbinden. Deswegen musst du nach ganz hinten gehen und da ist irgendwo eine Tasche. Zum Beispiel da. Nee, doch. Das ist ein Benzinkanister, den ich nicht nehmen kann. Von der Seite echt nicht? Nee. Das ist nur Deko. Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass es Deko ist. Ist das Deko? What the fuck? Deko! Okay. Das ist auch Deko. Habe ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte auch nicht erwartet, dass da einfach so random was rumliegt. Vogelbeeren in die Wunde gedrückt, schon geht's mir super gut. Oh, guck mal. Ein Kellogg's. Ja, guck mal hinter dich, das ist ein Penis. Ah, deinem Ei.
Ja, uns geht's wieder fantastisch. Ja, das ist ja immer so. Ja, einfach aber random. Gut, sowas muss man halt auch einfach mal der Spielmechanik schulden. Ja. Also das finde ich akzeptabel. Was? Ja. Those mushrooms. Ach, jetzt. I should be able to make a poison. Oh, geil. Ich sag dir, das hättest du vorhin schon mitnehmen können. Nee. Wolltest du es nur nicht. Alter. Ich wette, wenn ich jetzt da hingehe, kann ich die mitnehmen. Ich hau dir gleich eine. Oh. Richtig. Ja, los, sammel die anderen zwei ein. Ja, ich bin ja dabei. Oh, hier ist die. Ich glaube, die waren in der Höhle. In der Höhle, da? In der Höhle. Ah, da ich keine. Weil Pilze eher in Höhlen wachsen als im Schnee. Aber hier sind keine mehr, siehst du? Es sei denn, die wachsen an der Decke. Siehst du? Keine Pilze mehr. Hm. Also, lass uns mal hier hochklettern. Ach Mann, Mann, geht mir das auf den Keks. Aber das war's schon wieder, ne? Ja. Ja. Du musst da an der anderen Wand hochkanzeln, ja. Mit X. Stimmt, da ich mich direkt auch. Ach ja, du springst ja gerne die Wände hoch. Und ich springe überall anders. Ein so ein Teil, ja. Eine Mutter. Mhm. Das ist ja der Spielmechanik zu schulden, dass es nicht wirklich eine Mutter ist, sondern einfach nur eine Ressourcenmenge. Genauso wie die Feder. Das ist ja nicht eine Feder. Wir können uns ja 5 Pfeile daraus machen. Das ist albern. Finde ich, verstehe ich nicht. Deswegen erkläre ich es dir einfach. Sind wir wieder da, wo wir im Start sind? Ja, ne? So ein bisschen, ne? Das ist die Region, würde ich sagen. Ja. Tschüss. Nope. Ja, ich wollte ihn sowieso nicht. Ich finde das zu gemein, die Tiere zu töten. Du hast in der Pause erst einen Hirsch getötet und sein Geweih erbeutet. War das die Höhle mit dem Pilz? Ja. Ja. Siehst du, ich kann ihn mitnehmen. Mhm. Warum hast du das nicht direkt gemacht? Fuck you. Bringt jeder Pilz 50 EP? Nein. Achso, jetzt brauchen wir noch Stoff. Wo finden wir jetzt den Stoff? Tja, irgendwo im Lager. Hm. Na gut, hier ist nichts drin. Das uns der Bär auch gesehen hat, obwohl wir so eine weiße Winterjacke anhaben. Ja, ja, wahrscheinlich durch das Leuchteding, was jetzt orange ist statt blau. Na, wir haben einfach die Farbe gewechselt. Na so. Ach so, hat so ein LED-Ding drin? Hi, gut. So, wo könnte man denn jetzt hier Stoff finden? An den Fahnen zum Beispiel. Glaube ich nicht. Es ist ein Stoff, bin ich mir recht sicher. Glaube ich nicht. Von warum brauchen wir Stoff? Weiß nicht, aber da stand auch schon. Oder nicht? Finden Sie Stoff? Stoff für das. Okay. Hm. Oder es meint was anderes einfach. Ja. So, was haben wir denn alles dabei? Stoff. Hm. Kräuter, Fell, Bergungsgut. Pilze, Hartholz. Wir Feder. Haben kein Öl. Wir haben kein Wildschweinfett. Hirschgeweih. Hey! Exotische Fälle. Ach, die sind mir ein bisschen zu schnell. Merkt man gar nicht. Na toll. Ich finde es auch gut, dass du siehst, dass du es nicht schaffen wirst und trotzdem noch probierst, den Pfeil abzuschießen. Ja, finde ich auch gut. Achso, da waren wir auch schon. Okay, was sagt denn, wo müssen wir denn hin? Dahin da müssen wir hin. Ja, dann mal auf. Wahrscheinlich zurück zu unserem Lager und wir werden unsere Jacke dann einfach zerschneiden. Ja. Ist kein Problem, wir haben noch andere. War da eben was? Wo? Da eben aufzunehmen oder das Pop-up? Nee, okay. Hm. Achso, hier, nee, das war noch von dem Hochspringen. Achso, ah, okay. Hieronymo! Da haben's. Zum Glück war da Schnee. Ja. Ich glaube, du bist vorbei. Hier sollte es gewesen sein? Ja, mach doch nochmal. Oh. Ja, ja, ich glaube schon. Might be able to make something with all this. Head back to camp and try. Geil! Fähigkeitenpunkte ohne Ende. Holz? Ja, habe ich auch gesehen. Guck
Guck mal, sofort die richtige Taste gedrückt. Mensch. Bin fast ein bisschen stolz auf mich. Ja, ich nicht. Nicht? Warum nicht? Nee, weil das nicht besonders ist. Los, wir nennen halt. Oder ein Po. Ist auch okay. Und auf dem Weg. Ach nein. Links. Jetzt verfolgst du den Hasen. Wo ist denn das verletzte Tier, was du eben... Alter, du sollst jetzt nicht die ganzen Tiere umbringen. Aber ich will! Hase, stirb! Ja, aber wo ist das verletzte? Weiß ich nicht. Aber jetzt kommt... Jo, nein. So, du treibst jetzt schon drei vor dir und den großen Hirsch hast du verpasst. Ja, der ist weg. Lager ist rechts. Ich weiß. Na gut, dann ist er halt weg. Aber ich glaube, ich habe den sowieso nicht verletzt, der ist zu schnell weggelaufen. Nee, den hast du getroffen. Naja, was soll's. Habe ich halt einen Pfeil schon genannt. Mehrere schon, ich weiß. Giftpfeile. Sehr gut. Sollten wir mal probieren, im Inventar zu bauen. Ja. Vermutlich Spezialmunition. Richtig. Können wir nämlich... Pfeile beim Einschlag eine Giftwolke freisetzt. Ja, ich finde es auch gut, dass die schon vorher anfängt zu dampfen. Ja. Ja. Todeswolkenpfeile. Fähigkeit bekannt ist, werden bei der Herstellung des Pfeils verbesserte Typen produziert. Hm. Ein kann? Okay, zwei kannst du davon maximal haben. Gut, muss ich also auch treffen. Mhm. 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 Aber das bedeutet auch, dass es unsere erste, Flächenwaffe ist. Ja, sowas also, können wir jetzt machen. Also als nächstes würde ich den Konter nehmen. Den Konter oder hier, Oder Pfeile wiederfinden. Pfeile wiederfinden. Ich finde Pfeile wiederfinden eigentlich, aber ich meine, sie sind auch nicht sehr teuer, ne? Hm. Oder halt, Gibt es noch was Gutes hier? Schnelle ja. Herstellung ist dumm. Ja. Ganz ehrlich. Sowas ist halt jetzt auch nicht so super interessant erstmal. Mhm. Das Nein. könnte irgendwann nee. Mal wichtig sein, aber. Ja. Hm. Ja, so viele Herausforderungen haben wir jetzt noch nicht. Nee. Andererseits hätten wir dann vielleicht im Tempel die beiden gefunden. Aber wir können auch erstmal Kontern machen. Wir kriegen ja ab und an immer wieder welche. Genau. Der da. Ja. Weil Bin Leute mit Rüstung schneller töten, finde ich halt schon sehr ja. gut. So, haben wir. Ich schlaf mal neben den Gefallen. Ja, aber was ist denn das Problem? Ja, keins. No, you listen to me. This discovery is too important. I don't give a damn about my reputation. Don't you dare threaten me. After everything I've done. Hallo? Hallo? Dad, er hat gar nicht gesagt für dich. Fools! You're scaring me. I'm close, Lara. Close to something important. Someday. I don't want to understand. I just want you to stop. Ja. Be my dad again. Oh. Tja, das läuft nicht so gut in der Familie. Ja. Und wir wissen aus dem Film Lara Croft, dass er die Pyramide der Illuminaten gesucht hat. Und gefunden. Oh nein! Wer ist das? Weiß ich nicht. Achso, das ist nicht Lara. Okay. Nein. Sie kann nämlich mit Pfeilen treffen. Aber sie hat keine mehr. Ich glaube, wir helfen jetzt. Kam wirklich dieses Keep running, lass mich zurück. Vor allem, wie sie noch wartet. Die anderen zwei hätten die auch schon erschießen können. Ja. Ist das unser Lagerfeuer? Ja. Ja. Sie ist bestimmt bald unsere beste Freundin. Oder wir nehmen ihren Bogen. Hm. Oh, Stealth Kill? Was? Alter. Erst schießen, dann gucken. Das ist ein Amerikaner. Richtig. Oh, ich habe keine Munition mehr. Jetzt kriege ich wohl eine Axt im Kopf. Oh. Mach dich bereit, Quicktime-Event. What's the situation? Over. We found another camp up here. Fire was still warm.
Das war schon eine Exekution? Ja. Oh, jetzt hast du den Mundkopf gemacht. Nee. Lücken, ne? Kann ich nicht. Hä, wie kannst du nicht? Er ist nicht mehr da. Doch, X. Ich sehe doch das Icon. Wo denn? In dem Gebüsch drin, ne? Da, tatsächlich, du hast recht. Dass die das Icon im Gebüsch verstecken, ist halt aber... Es ist halt direkt über der Leiche. Oh. Pilz. Hm. So. Hast du gesehen, wo der andere ist? Na, der ist der Frau hinterher. Ja, und wo ist die dann? Hier dann? Nee, da unten dann, ne? Da unten. Aber ich würde jetzt eher auf dem Bäumen bleiben. Wo komme ich hier auf Bäume? Na, erst hinten wieder. Also da links. Aber da kannst du dann schon hochklettern. Da? Rechts. Ja, ich wollte gucken, ob hier noch was ist. Ob Pilze da sind. Da kannst du hoch und dann rüberklettern. Nein, über die Rampe. Ich weiß. Komme ich da rüber? Nee, aber du kannst jetzt schon schießen. Also ja, darüber kommst du. Ta! Tada! Wer hängt eigentlich da? Das ist da irgendwie auch nicht so elegant. Ja, dann schieß sie doch mal runter. Kann ich den runterschießen? Weiß nicht. Aufs, nee, sieht nicht so aber aus, als würde das spring sein. Mal rüber. Hat nicht funktioniert. Na, hier jetzt hochklettern? Sehr gut. Herausforderung abgeschlossen. 2000 Credits. Keine Ahnung, wofür die... Kartenpacks zu kaufen. Das hört sich ja interessant an. Hm. Ja. Ich würde sagen, damit habe ich genug für diese Folge gemacht. Und Fabian schaut sich in der nächsten Folge an, wie er den Typen hier runterbekommt. Jo. Macht's gut. Tschüss.